Ich bin ein ganz liebenswerter Mensch. Ja, habt ihr gerade gesagt, ne? Ja, definitiv. Immer. Wie geil ist es? Ich habe 1 Million Euro gewonnen, weil ich mir diesen Namen merken kann. Dankeschön, vielen Dank. Wollten wir dich fragen, was denn dein nächstes Projekt ist, was du heute vorstellen wirst oder was heute von dir folgt? Hier bei RTL Plus, bei Netflix, Amazon Prime. Das ist Love Addicts, eine Serie, die ich mit den wunderbaren Kolleginnen, die hier gerade eben den Blödsinn gemacht haben, drehen durfte, im April, Februar bis April diesen Jahres. Ich bin die Sextherapeutin von jugendlichen Erwachsenen mit Problemen. Was soll ich euch sagen? Ich kann diese Probleme lösen. Oder auch nicht. Wann soll die Serie denn rauskommen? Serie oder Film? Das ist eine Serie und ich, wenn ich da richtig informiert bin, im Dezember. Wie bereitet man sich denn auf so eine Rolle vor? Wie bereitet man sich auf eine Sextherapeutin vor? Das muss mein Geheimnis bleiben. Ich habe einen Vertrag mit Amazon abgeschlossen, der mir absolut verbietet, darüber zu reden. Schade. Ich danke dir. Kannst du noch mal ganz kurz auflisten, wer alles mit im Cast dabei ist? Das ist der Anselm Breskott, der ich will die Namen richtig sagen, aber ich kann, nee, das ist blöd. Was ich dir sagen kann, ist Magdalena, Anselm, Dimi und Malaya. Okay. Aber die Nachnamen sind einigermaßen kompliziert. Dimi, kommst du mal bitte? Liebe Annette. Ich brauche alle Namen genau richtig. Okay, gut. Wir haben Magdalena. Mit Nachnamen. Oh, Laubisch. Magdalena Laubisch. Dann haben Anselm Breskott. Nein, da ist noch was in der Mitte beim Anselm. Anselm Ferdinand. Die Eltern müssen ihn wirklich sehr hassen. Er heißt Anselm Ferdinand Breskott. Ich glaube, es ist Ferdinand. Es wird schon so stimmen. Ferdinand. Da ist er auch schon. Hallo, lieber Ferdinand. Ich bin ein ganz liebenswerter Mensch. Ja, sehr gut. Habt ihr gerade gesagt, ne? Ja, definitiv. Immer. Ah, sehr gut. Würdest du auch... Wir haben nicht zusammengearbeitet. Oh mein Gott! Und Dimi, dein Nachname wird einfach so geschrieben, wie man sagt? Ja, Abold. A-B-O-L-T. Fertig. Wow. Kein D da rein. Wir wollen kein T, D im Abold. Also jetzt musst du dich entscheiden. Es wird ganz oft mit D-T geschrieben. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Aber es ist eigentlich doch ein D. Es ist eigentlich doch ein... Aber Annette, du kannst auch nur mit einem T machen. So wird es nicht. Nein. Wenn man sich noch nicht mal die Namen merken kann. Wir sind gleich wieder da. Wir sind gleich wieder weg. Dankeschön. Das ist wirklich, also Namen, Laubisch, Abold mit D, Breskott ohne Ferdinand und Malaya mit? Takeda. Takeda. Es ist nicht so leicht. Es ist nicht so leicht. Wir schauen, wir hoffen. Wir hoffen. Willst du es wirklich nochmal hören von mir? Ich glaube ja. So, wer spielt alles mit? Magdalena Laubisch, Dimitri Abold, Anselm Ferdinand, what the hell, Breskott und Malaya Takeda. Wie geil ist es? Ich habe 1 Million Euro gewonnen, weil ich mir diesen Namen merken kann. Dankeschön, vielen Dank. Toller Abend wünsche ich euch allen.